Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dougy LP. Und ja Leute, ihr habt es schon richtig erkannt, heute eine Folge ohne Bauteam, weil ich etwas mit euch machen möchte, wo ich selber noch nicht so genau weiß, ob das überhaupt funktionieren wird, beziehungsweise ob mir da die passenden Ideen einfallen werden. Aber was genau das sein wird, das erfahrt ihr gleich, denn ja, man sieht im Hintergrund einen Ort, der ja, durchaus bekannt sein dürfte, aber wo ihr wahrscheinlich auch wisst, der ist aktuell noch gar nicht begehbar. Wir werden also niemanden vom Server hier treffen, weil, naja, man kommt hier schlicht und ergreifend einfach gar nicht hin. Und es haben sich bestimmt schon einige gefragt, Daniel, wann oder wie möchtest du das Ganze erreichbar machen? Und ich glaube, die Frage, wie, ist wahrscheinlich die prägnantere von beiden. Und genau das möchte ich heute mit euch ein bisschen thematisieren. Und, ja, vielleicht sogar schon in die Tat umsetzen. Dafür nehme ich mir einmal hier den Crafting Table mit, den ich hier gerade ganz zufällig gefunden habe, weil den werden wir gleich auch brauchen. Und, ja, womit beginnen wir jetzt erstmal? Ich glaube, ich erzähle erstmal, ja, wie wir hier hinkommen in Zukunft, beziehungsweise, ja, wie ich mir das aktuell vorstelle. Das ist eine reine Probierfolge. Also, das wird jetzt auch am Anfang der Staffel sehr häufig so sein, weil, naja, gerade bei einem Staffelanfang bin ich immer sehr darauf erpicht, zu schauen, welche Aufgaben in der Staffel, ja, prominent gebaut werden, also vor allen Dingen gebaut werden. Und ja, ich muss dann halt immer schauen, habe ich denn schon Ideen dafür, eignet sich diese Bauaufgabe schon? Und deswegen seht ihr auch schon da oben, ich habe einiges mit gelber Wolle vorgebaut, also zumindest ein bisschen. Das hat auch einen speziellen Sinn und den verrate ich euch auch sofort. Wir fliegen einmal nach oben mit dem Animagus. So. Hab hier auch schon den Eingang soweit abgesichert, damit hier keiner gleich reinkommt. Und natürlich auch als Spoilerschutz. Und ja, wir müssen, oder ich würde gerne dieses Gebäude, was hier drunter noch relativ unbebaut ist, jetzt in dieser Staffel ein bisschen, ja, erweitern, ausbauen, wie auch immer. Und zwar insoweit, dass wir später die Möglichkeit haben, ja, von diesem Gebäudepart in diesen Innenhof zu kommen. Weil ich meine, ich finde es echt schade, dass wir so einen schönen Innenhof gebaut haben, aber kein einziger Spieler auf dem Server kommt dahin. Und ich denke, deswegen sollte diese Aufgabe auf jeden Fall jetzt mal in Angriff genommen werden. Ja, und ich habe heute auch wieder ein sehr spannendes Thema am Start, das werde ich euch gleich auf jeden Fall vorlesen. Aber kurz zur Erklärung, ich würde es gerne so erreichen, dass wir diese Ebene, also hier, wenn man hier so lang läuft, dass man diese Ebene nutzt, um nach oben zu kommen. Das heißt, hier wird auch eine Treppe hinkommen, die bis nach da oben führt und dann wird hier oben so eine, ja, ich sag mal Dachetage sein. Wir werden auch Dachgauben in die Dachschräge reinsetzen und genau, ob wir dann nochmal eine Etage nach oben bauen oder ob das einfach sehr hohe Räume werden, das weiß ich an der Stelle jetzt leider noch nicht, aber das können wir ja im Laufe der Folge, beziehungsweise auch im Laufe dieses Bauvorhabens, ja, klären, weil ich glaube nicht, dass ich heute direkt alles fertig bauen werde. Ja, dann geht hier noch eine Treppe nach unten, weil wir haben natürlich hier unten noch sehr viel Platz und diesen Platz möchte ich natürlich auch irgendwie sinnvoll ausnutzen. Also da seht ihr alle, alles frei, alles unbebaut. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten hier später. Und jetzt komme ich hier erstmal nicht hoch. Sehr gut, Daniel. So, machen wir so. Und dann haben wir noch diese Ebene hier. Und da habe ich mir gedacht, weil, naja, es wäre schade, wenn man diese Fenster nicht nutzen würde, um auf den Innenhof zu gucken. Und deswegen würde ich die einfach gerade erstmal durchlaufen lassen bis da hinten. Und ja, dass die Spieler eben hier langlaufen können und gleichzeitig dann eben auch aus diesem Fenster glubschen können. Auf diesen Wundertoolen, ja, Innenhof mit diesem Wundertoolenbrunnen und diesem Lagerfeuer, was ich glaube ich selber gar nicht dahingesetzt habe. Wer war denn das? Naja, egal. Ja, Feuerschutz wird in Hogwarts eh nicht so groß geschrieben. Ich sag nur Fackeln Ahoi und so, ne? Ja, ich beginne jetzt erstmal damit, diesen Boden ein bisschen vorzubauen, würde ich sagen. Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie gut das funktioniert. Und ich glaube, dass wir hin und wieder bestimmt nochmal ein paar Korrekturen vornehmen müssen. Naja, weil, wenn ich jetzt alles auf Anhieb richtig und gut baue, dann würde es mich wahrscheinlich selber sehr, sehr wundern. Ich habe mir zwar vorher Gedanken gemacht, wie auch die gelbe Wolle beweisen sollte, aber in Sachen Inneneinrichtungen, ah, Leute, ich bin da noch nicht so wirklich gut drin. Also ich bin besser als am Anfang. Das wäre auch echt peinlich, wenn das nicht der Fall wäre. Aber wirklich gut bin ich in Inneneinrichtungen noch nicht so wirklich. Und ich habe auch wirklich ganz, ganz stark im Gefühl, jetzt bitte nicht die Hoffnung verlieren, dass irgendwann nochmal der Zeitpunkt kommen wird, wo wir sehr viel Inneneinrichtungen korrigieren werden.
Ja, ihr denkt wahrscheinlich, ich habe auch schon direkt irgendwas im Kopf. Und ja, Leute, da liegt ihr gar nicht so falsch. Ganz besonders beim zweiten Gebäudekomplex gibt es einige Sachen, die ich indoor gebaut habe, die mir ehrlich gesagt nicht so wirklich gut gefallen. Aber ich denke, auch das ist ein Lerneffekt. Ich habe mich auch am Anfang in LBH sehr schwer getan, die Außenkulisse zu bauen. Also die Gebäude von außen, dass sie gut aussahen, dass sie die richtigen Proportionen hatten und so. Ich erinnere da gerne nochmal an das Dach des großen Turms, den ich ja irgendwie 3-4 Mal auskorrigiert habe. Wo wir noch nicht auf einem Server gespielt haben, muss man ja nochmal ganz dezent dazu sagen. Weil, ja, mit einem Server hätten wir dafür wahrscheinlich nicht mal ein Zehntel der Zeit gebraucht, aber ich habe ja alles alleine gemacht und im Survival-Mode. Und ja, das heißt, ein ganzes Dach abbauen und wieder neu setzen. Wo ich ehrlich gesagt auch gerade nicht so genau weiß, was aufwendiger war, das Abbauen oder das Neubauen. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls werde ich jetzt einfach mal mein Glück hier probieren. Eure Meinung ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, auch in dieser Folge, wie immer eigentlich. Nein, wie immer, auf jeden Fall. Weil, naja, ich brauche eure Meinung, um zu wissen, ob das, was ich hier gerade umsetze, gut ist oder ob ich, hier Blödsinn baue. Das weiß ich halt nicht. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und, ja, seid auf jeden Fall auch ehrlich, Leute, wenn euch das nicht gefällt, dann sagt es einfach ganz klar, weil ich, wie gesagt, bin mir selber im Klaren darüber, dass ich jetzt nicht der beste Innenarchitekt bin, aber, naja, nur Übung macht einen Meister, habe ich gehört, und von daher hole ich mir jetzt diese Übung, ja, und nur noch eine ganz kurze Erklärung dafür, warum heute kein Bauteam dabei ist. Ja, also bei allen Aufgaben, wo ich selber noch nicht so genau weiß, wie ich das machen möchte, und bei Aufgaben, wo es keine direkte Vorlage gibt, da mache ich es erst immer alleine, weil, naja, ich kann den Leuten halt nichts sagen. Ich könnte nicht sagen, ey, mach mal das oder das oder das, weil ich weiß es ja selber noch nicht. Und genau deswegen beginne ich diese Aufgabe erstmal alleine, sodass man schon mal eine Grundstruktur erkennen kann. Und wenn diese Grundstruktur steht, dann hole ich mir ein Bauteam dazu, das mir gut unter die Arme greifen kann. Und ich habe ja auch schon am Anfang der Staffel gesagt, dass ich jetzt gerne immer so eine oder maximal 2 Folgen pro Woche alleine aufnehme, um so wieder so ein bisschen mehr Retro-Feeling mit einzubauen, weil sich das viele von euch gewünscht haben. Und ja, ich hoffe, ich komme euch da entgegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das gut findet. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich so in den Kommentaren zu lesen bekomme. Jetzt nochmal zu einer ganz anderen Sache, bevor ich auf das eigentliche Thema der heutigen Folge eingehe. Nämlich, ja, heute ist Montag, die Shader-Pack-Woche ist zu Ende und wahrscheinlich fragt sich der ein oder andere von euch, Daniel, warum spielst du hier ohne Shader? Oder vielleicht fragt sich das auch keiner, weil die Abstimmung ergeben hat, dass wir ohne Shader spielen sollen. Das weiß ich halt jetzt an der Stelle noch nicht. Und genau da sind wir schon beim Kern der eigentlichen Sache, weil ich produziere ja vor und weiß deswegen an der... Wow, da wäre ich jetzt fast runtergefallen. Ich mache nochmal gerade Slash. Ahoi. So, ein Traum. Ich weiß an der Stelle jetzt leider gerade noch nicht, ob, ja, ob der Shader gewonnen hat, beziehungsweise welcher Shader gewonnen hat, weil, naja, also, ich kann halt nicht jetzt, ich kann nicht warten, bis die Folgen alle online sind, dass ich dann die Abstimmung abchecke und dann erst diese Folgen hier aufnehme. Das klappt zeitlich einfach nicht. Ich muss immer eine Woche im Voraus aufnehmen, sonst komme ich hier wirklich arg in Bredouille, genau. Und ja, deswegen wird das mit der Auslosung vom Shader selber erst ab der nächsten Woche passieren. Das heißt, wenn ihr euch für einen Shader entschieden habt und ja, der Meinung seid, dass wir auf jeden Fall mit einem Shader weiterhin spielen sollen, dann wird das auf jeden Fall ab nächster Woche dann in die Tat umgesetzt. Diese Woche noch nicht, in dieser Woche werde ich noch ohne Shader spielen. Ja, wie gesagt, weil ich noch nicht weiß, wie die Abstimmung am Ende aussehen wird. Ihr seid da aber jetzt gerade wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, ihr seid da schlauer als ich, weil für euch ist ja heute Montag, ein Tag nach der Abstimmung, und von daher werdet ihr ja wissen, was da rausgekommen ist. Ich weiß es noch nicht, aber bin schon sehr gespannt, muss ich sagen. Und ja, gespannt ist ein bisschen untertrieben tatsächlich, ich bin äußerst gespannt. Ja, aber mal sehen. Wenn allerdings abgestimmt wurde, dass wir in Zukunft ohne Shader spielen sollen, das weiß ich, also es stand ja auch zur Abstimmung, dass wir ohne Shader spielen, dann wird es natürlich so sein, dass ab nächster Woche weiterhin kein Shader mit drin ist. Also, ne, das, was die Abstimmung ergeben hat, das erwartet euch ab nächster Woche und diese Woche noch einmal dann halt ohne Shader. Und ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst und dass sich keiner denkt irgendwie, der Daniel hat jetzt vergessen, das umzusetzen oder keine Ahnung, was man da halt noch alles denken könnte. Das sind alles legitime Gedanken, Leute, weil ich bin ziemlich dumm und neige dazu, Dinge zu vergessen, die ich irgendwie mal angesprochen oder versprochen habe. Aber nein, Leute, in diesem Fall bin ich zwar auch dumm, aber das hat einen Sinn. Genau. Einen guten Sinn.
Ich finde den Sinn gut, Leute, lasst mich. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum eigentlichen Thema der Folge, weil sonst quatsche ich hier die ganze Zeit blödsinniges Zeug und komme nicht zum eigentlichen Gesprächsthema. Und das ändere ich doch jetzt mal ganz gepflegt an der Stelle. Und zwar kommt der heutige Kommentar von Kleine Pushy. Schöner Name an der Stelle, auch wenn, naja, egal. Sie hat geschrieben, also ich gehe mal davon aus, dass es eine sie ist, Thema für LBA. Jetzt habe ich es aber einfach eiskalt in LBH gepackt. Daniel, du alter Rebell, du alter Zerstörer. Müssten in Hogwarts nicht viele Rotkappen sein, weil die leben ja da, wo Blut geflossen ist. Und das ist ja in Hogwarts bei der Schlacht um Hogwarts, Und ist ja in Hogwarts viel bei der Schlacht um Hogwarts. Ja, und wenn die da leben, verkloppen die doch andere Schüler oder nicht? Ja, eine sehr interessante Frage. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die einfach nur bescheuert vorgelesen habe oder ob die grammatikalisch etwas inkorrekt geschrieben wurde. Aber ja, ich rechne mir gerne auch den Fehler an, falls ich das jetzt schuld war. Jedenfalls eine sehr interessante Frage und ich würde da gerne jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen, nach meiner Meinung und meiner Auffassung nach. Aber ich glaube, die Frage ist jetzt auch nicht so komplex, dass man das nicht mal eben in einer halben Folge hinbekommen könnte. Und ja, ich lade euch natürlich wie immer gerne dazu ein, mir eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Wenn ihr der Meinung seid, Daniel, was du da zusammen erzählt hast, das ist alles Schwachsinn, du Blödmann, du bist Kacke, ich deabonniere dich jetzt, du bist ein blöder YouTuber, geldgeil und was weiß ich nicht noch alles. Also ja, jedenfalls freue ich mich auf eure Meinung, Leute. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Und ja, also meine Meinung dazu, ob es jetzt in Hogwarts viele Rotkappen geben sollte oder nicht. Also wir können ja erstmal sagen, kanonisch wurde gesagt, also, oder zumindest kanonisch ist nicht die Rede davon gewesen, dass nach der Schlacht von Hogwarts viele Rotkappen irgendwie dort beheimatet wären. Weil, naja, durch Cursed Child und ja, irgendwo ist das ja schon Kanon, mehr oder weniger, auch wenn ich das nicht so sehe, aber ja, anderes Thema, egal. Ist es ja so, dass auf jeden Fall die Schüler weiterhin Hogwarts besuchen konnten, was ja nicht so einfach möglich wäre, wenn da überall Rotkappen wären, die Bock haben, anderen Schülern den Schädel einzuschlagen. Und der Grund dafür, dass sie nicht dort sind, ist meiner Meinung nach auch ziemlich leicht zu erklären. Und zwar ist es so, wie Kleine Pushy das geschrieben hat, ja auch richtig, sie befinden sich meistens dort, wo viel Blut geflossen ist. Aber jetzt muss man sich erstmal die Frage stellen, ist denn in Hogwarts überhaupt viel Blut geflossen? Beziehungsweise ist das die einzige Voraussetzung, die ja, bestehen muss, damit Rotkappen sich wohlfühlen? Und nein, das ist definitiv nicht der Fall, weil, naja, neben der Tatsache, dass hier Blut geflossen sein muss, ist auch die Tatsache wichtig, dass dieser Ort, ja, ich sag mal, von Blut geprägt wurde. Ich finde gerade keine andere Bezeichnung, Leute. Sie ist nicht ganz passend, würde ich sagen, aber eine bessere fällt mir gerade nicht ein, was ich damit meine. Also ein Gefängnis zum Beispiel, oder Azkaban zum Beispiel. Ja, wobei da ist es schwierig, weil ob die da jetzt viel geblutet haben oder nicht, das weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Aber worauf ich hinaus will, also so, oder, ja, ein Gefängnis mit, oder... Ja, wo haben die Leute damals viel geblutet, Leute? Wo haben die Leute viel geblutet? So ein Klischeeort. Ja, an einer Guillotine. Genau, im Mittelalter. Wenn die Leute irgendwie einen Kopf kürzer gemacht wurden. Dann war es ja auch so, dass diese Orte meistens sehr belastet davon waren. Und da würden sich wahrscheinlich Rotkappen viel wohler fühlen. Aber man muss ja bedenken, in Hogwarts war es so, dass die Leute sich mit Zaubern bekämpft haben. Und Zauber lassen die Opfer ja in der Regel nicht bluten. Es sei denn, irgendein Todesser ist hergegangen und hat Bombarde auf einen Schüler gezaubert und der ist in seine Einzelteile zerfetzt worden. Habe ich schon mal gesagt, dass meine Folgen jetzt nicht unbedingt familienfreundlich sind? Ja gut, dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Jedenfalls, also, man hat ja eigentlich keine großen bleibenden Schäden. Also bei Avada Kedavra ist es sogar Kanon, dass man da keine bleibenden großen Schäden hat. Und bei den, ja, anderen Flüchen kommt es halt immer drauf an. Also ich sag mal, so ein Explosionszauber, ja klar, der hätte natürlich maßgebliche Auswirkungen auf die, auf den Gesundheitszustand des jeweiligen Zauberers oder der Hexe. Aber alle anderen oder viele andere Zauber sind ja eher so, ja, sie erreichen den Tod vielleicht, aber ohne bleibende oder sehbare Verletzungen. Und deswegen glaube ich nicht, dass diese Art von Blutverströmen bei der Schlacht von Hogwarts großartig am Start war. Wobei man da natürlich auch sagen muss, schwierig, weil es sind ja nicht nur die Zauber gewesen, sondern es waren auch Akromantulas da, es waren Riesen da. Und ich sag mal so, wenn ein Riese mit seiner Keule auf dich draufkloppt, ne, dann wirst du wahrscheinlich danach aussehen wie eine Tomate, die man irgendwie gegen die Wand gepfeffert hat. Und naja, das wäre wahrscheinlich dann schon etwas blutiger. Aber was man ja auch noch dazu sagen muss, Hogwarts wurde ja, nachdem die Schlacht vorbei war,
wieder aufgebaut und sehr wahrscheinlich auch gereinigt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine zermatschte Tomatenschülerin irgendwo in Hogwarts einfach rumgelegen hat und keiner irgendwie Bock hatte, die aufzuwischen. Und ja, deswegen ist es ja nicht lange der Fall gewesen. Also ja, es wurde dort Blut verströmt, allerdings war das ja nicht lange der Fall. Und das wäre die erste Theorie, die ich da habe. Und die zweite wäre, dass wenn wirklich Rotkappen dort gewesen wären, angenommen, es wäre wirklich so gewesen, dass dieser Ort dafür, prädestiniert wäre, dass sich da Rotkappen wohlfühlen, glaubt ihr ernsthaft, dass die Lehrer das zugelassen hätten? Dass da Rotkappen rumlaufen, die irgendwie Bock haben, die Schüler zu töten und die ganze Zeit nur sagen, stirb, 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 stirb. So wie Dougie LP, wenn er Kühe töten will und die ganze Zeit sagt, töten, töten, töten. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die mich in Hogwarts reinlassen würden. Und deswegen könnte ich mir auf keinen Fall vorstellen, dass wenn Rotkappen dort beheimatet wären, dass die Lehrer da lange irgendwie Bock drauf hätten oder beziehungsweise, dass die Lehrer das dulden würden. Und ja, alleine deswegen würde ich glatt sagen, nein, auf keinen Fall. Es ist natürlich auch kanonisch belegt, aber ich denke auch mit diesen Argumenten ist es nachvollziehbar. Und ja, wenn ihr da weitere, bessere oder andere Vorschläge einfach habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Bin da sehr gespannt. Es gibt bestimmt noch andere Ansätze, die man da finden kann. Aber grundsätzlich ist die Frage eigentlich klipp und klar zu beantworten mit nein. Aber ich finde die Gründe dafür, die machen die Frage interessant und genau deswegen habe ich sie auch drangenommen. Und ja, ich bin mal gespannt, Leute. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, dass ich noch ein bisschen auf die Bauaufgabe selber eingehen kann, weil ich will auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu erzählen. Weil ihr seht ja schon, ein bisschen habe ich mir Gedanken gemacht, weil ich ja fleißig drauf losbaue, ohne viel zu überlegen. Und der Sinn ist halt einfach der, wir müssen es schaffen, die verschiedenen Etagen erreichbar zu machen. Das ist der Sinn an erster Stelle, weil das Gebäude ist so groß, wir machen ja nicht einen Raum irgendwie 50 Steine hoch, sondern die werden ja auf verschiedene Ebenen aufgeteilt. Und diese Ebenen müssen erreichbar sein. Nicht so wie das, was ich damals da fabriziert habe im zweiten Gebäudekomplex, wo eine neue Ebene überhaupt nicht erreichbar war, weil ich die irgendwie zugebaut habe oder so und keinen Zuweg gebaut habe. Nee, das soll natürlich nicht der Fall sein. Und genau deswegen ist es wichtig, darauf zu achten. Die Frage ist natürlich immer, wie erreicht man die anderen Ebenen? Und wie ist das in Hogwarts am meisten geregelt? Und in Hogwarts, zumindest nach den Harry Potter Computerspielen, ist es meistens so, dass es große Treppenauf- und Abgänge gibt. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Flur entlangläuft und dann kommt man meistens irgendwie an so eine Treppenabgabelung. Also eine Treppenabgabelung im Sinne von, ich zeig's mal gerade eben kurz, dann kann ich das besser irgendwie verdeutlichen. Also hier, ihr müsst euch die gelbe Wollemauer einmal wegdenken, dahinter ist ja ein Gang, den kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Und dann kommt man hier hin und dann hat man die Auswahl, entweder hier runter zu gehen, wobei ich hier noch am Überlegen bin, ob wir die Treppe nicht ganz so steil machen. Das heißt, wir machen die dann mit zweier Übergängen, dann wäre sie ein bisschen flacher, müssen wir mal gucken. Und dann gibt es hier noch einen Weg, wo eine Treppe nach oben führt. Hier werde ich sie allerdings steil lassen, weil, wenn wir sie zu flach verlaufen lassen, dann würde die Treppe hier über ein Fenster gehen und das fände ich ziemlich hässlich. Deswegen, wir wollen die Fenster auf jeden Fall so unangetastet lassen. Und ja, wie wir das allerdings hier später machen, das ist die nächste Frage. Wir könnten hergehen und hier einen kompletten Boden reinsetzen. Aber wie wir dann das mit der Raumaufteilung hinkriegen, das ist dann ein anderes Thema. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde das ganz locker angehen. Gerade bei diesen Inneneinrichtungsaufgaben will ich mir auf jeden Fall auch genug Zeit lassen und das auf keinen Fall auf Hektik machen. Und wir haben in der letzten Staffel so viele Baufortschritte geschafft, Leute. Also da hat man auch gesehen, was man innerhalb von 100 Folgen erreichen kann. Und ich will jetzt hier keinen Wettbewerb starten im Sinne von, letzte Staffel haben wir so viel geschafft, jetzt muss ich in dieser Staffel mindestens genauso viel oder noch mehr schaffen. Das ist vielleicht schön, wäre ein schöner Nebeneffekt, aber wichtig finde ich das an erster Stelle eigentlich nicht. Also wichtiger ist mir erstmal, dass wir hier einen schönen Fortschritt schaffen, der am Ende auch gut aussieht und wo man mit Stolz sagen kann, yay, da haben wir gute Arbeit geleistet, da hatten wir gute Ideen, da haben wir gut Dinge in die Tat umgesetzt. Und genau das wäre persönlich mein Anliegen dahinter. So, angenommen wir würden hergehen und würden jetzt hier einfach einen Boden komplett durchziehen, also bis zu der anderen Wandseite, dann könnte man sagen, okay, wir machen jetzt, ich mach mal hier prophylaktisch einfach so ein paar Steine, ne, das soll eine Wand darstellen, dann könnte man sagen, okay, das hier ist der Flur, ein Flur wäre schön, weil dann könnte man hier noch so rausgucken, ist, ich finde das schön, Leute, und dann könnte man hier halt Öffnungen reinmachen und dann, ein Klassenzimmer zum Beispiel da reinbauen. Ich denke, von hier bis zu dieser Wand wäre das auf jeden Fall eine adäquate Klassenzimmerlänge. Und man hätte in den Klassenzimmern dann selber nochmal die Möglichkeit, diese Fenster als,
Fenster zu nutzen. Das war eine extrem schlaue Aussage, ich weiß, Leute. Und, ja, ob wir das so machen, weiß ich nicht, weil ich will auch nicht die ganze Zeit alles mit Klassenzimmern vollballern, weil, naja, Hogwarts besteht aus mehr als Klassenzimmer und ja, Koala Katze DA, ich nehme gerade auf. Danke der Nachfrage. Ja, genau, aber da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich werde übrigens auch wahrscheinlich nur heute in der Folge hier an dieser Aufgabe basteln, weil, jetzt kommt die Begründung, ich ehrlich gesagt, nicht ehrlich gesagt, also auf jeden Fall auf eure Meinung warten will. Und, ja, wenn ich jetzt hier einfach random drauf losbaue, dann, naja, weiß ich nicht, wie ihr das Ganze seht und dann muss ich am Ende voll viel korrigieren. Deswegen lieber erstmal eine Folge, euch ein paar Eindrücke zeigen und dann gucken, was ihr so in den Kommentaren schreibt. Oder vielleicht sogar Bilder. Leute, Bilder wären immer toll. Ich freue mich immer, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr mir da Bilder schickt und, ja, mir so weiterhelfen könnt. Das ist immer am besten. Ihr habt das ja zum Beispiel auch beim Pokalzimmer gesehen. Da hatte ich ja ein Bild von Diana Hufflepuff. Die war das ja, glaube ich, ne? Ja, doch, sie war das. Sie hat mir ja dieses Bild geschickt, wo sie das Pokalzimmer vorgebaut hat und dann haben wir das ja nach der Vorlage auch nachgebaut, also zumindest inspiriert davon. Und ja, das war auf jeden Fall eine enorme Hilfe, weil so ein Bild kann natürlich viel mehr Inspiration und auch Ideen geben als eine schriftliche Erklärung. Und ja, deswegen, also wenn ihr da noch weitere Ideen habt, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen ausbauen wollt, mir helfen wollt, dann macht das gerne, ich freue mich darüber. Und ja, könnt die Bilder auch gerne irgendwie über Instagram, über Twitter, was euch da gerade so einfällt. Ich bin da relativ flexibel. Und ja, da bin ich mal gespannt, Leute, ne? Da wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ey, du scheiß Wolleblock, geh weg. So, jetzt machen wir da nochmal eben die Wolle weg, dann werde ich die gleich im Game-Mode noch direkt löschen, weil, wie gesagt, Leute, die wurde im Creative gesetzt. Ich hoffe übrigens, das ist in Ordnung. Ihr könnt gerne auch nochmal unter der Folge schreiben, ob ihr das in Ordnung findet, wenn ich vor einer Folge im Creative etwas mit Wolle andeute oder vorbaue, sag ich mal, solange es nicht mehr als sowas hier ist, weil, naja, mir hilft das immer sehr, um mir ein Bild von einer gewissen Sache zu machen. Und ja, wenn ihr allerdings sagt, nee, Daniel, du hattest mal gesagt, alles in den Folgen und so, auch Vorbereitungen und alles, dann halte ich mich natürlich daran. Das ist jetzt kein Problem, aber ich denke, eigentlich ist es ja nicht so schlimm, wenn man zumindest so ein Vorzeichnen ein bisschen vor den Folgen macht. Aber ich bin da, ja, ich warte da einfach mal auf eure Meinung. So, die wird natürlich auch noch mit richtigen Treppenstufen ausgestattet, das kommt allerdings später. Hier haben wir jetzt diesen Flur, diesen, ja, angedeuteten Mini-Flur. Und hier geht die Treppe runter. Hier würde ich gerne am Ende auch nochmal irgendwas mit in die Wand reinmachen. Was das genau sein wird, das weiß ich an der Stelle noch nicht. Müssen wir mal gucken. Und hier haben wir, ja, den anderen großen Flur. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir diese Fläche da, ne? Ich kann euch das gerade nur zeigen. Ich fahre mal mit dem Fadenkreuz da lang. Also diese Fläche hier, dass man da drunter einen Boden macht und da irgendwie auch nochmal, ja, keine Ahnung, einen richtig coolen Raum reinbaut. Aber müssen wir mal schauen, was wir da machen. Ja, das wäre soweit die Aufteilung, die ich mir da vorgestellt habe, Leute. Jetzt bin ich allerdings auch mal gespannt, ob ihr das Ganze genauso gut findet wie ich. Also ich finde es gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es auf jeden Fall nicht besser geht. Geht bestimmt besser. Aber ja, fürs Erste denke ich, um schon mal sich ein Bild davon zu machen, finde ich, ist es schon mal ein guter Anfang. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr allerdings trotzdem gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann schreibt aber auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Werbung gucken, falls ihr das gemacht habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen, hoffentlich nicht ganz so regnerischen Montag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge am Mittwoch um 14 Uhr. Irgendwann lerne ich das auswendig, Leute. Und bis dahin, euch alles Gute. Tschüss.